Alle liegen zu Hause, fangen wir auch im Liegen an. Es ist ganz apart im Liegen, ob mit Wasserflaschen oder ohne Wasserflaschen, kann man machen natürlich, ein bisschen leichter, aber wir fangen damit an. Ich nehme eine Flasche mit, damit es mir nicht so leicht ist. So, wir liegen. Liegen können alle schön Beine auflegen, Rücken liegt ganz auf dem Boden. Wir haben Hände ein bisschen zur Brust und heben Kopf und Schultern hoch. Wir fangen genau damit an, damit wir unseren Körper ein bisschen aufwärmen können. Und obwohl es schon eine richtige Übung ist, trotzdem ist es gut für Aufwärmen. Machen es einfach so weiter, noch ein paar Mal, noch ein paar Mal, noch vier, noch drei, noch zwei und eins und wir liegen wieder ganz fest. Wir strecken Arme zur Decke, ob mit oder ohne Flasche. Strecken, beugen. Strecken, Arme, beugen. Strecken, beugen. Strecken, beugen. Noch viermal, noch dreimal, noch zweimal. Ein letztes Mal, Arme sind wieder ein bisschen zur Brust gebeugt. Wir bewegen jetzt Beine. Diese liegen nebeneinander, ein bisschen fester. Und wir bewegen sie auch ganz klein, sodass der Rücken voll liegen bleibt. Nun, so schrittweise gehen, 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 gehen. Noch ein paar Schritte. Gehen, 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 gehen. Noch vier, drei, zwei und ein letztes Mal. Wir liegen. Beine kann man wieder ein bisschen locker liegen lassen. Arme bewegen wir zum Kopf, wenn es geht, nur bis zum Boden hin, sodass wir Flasche kurz ablegen sozusagen oder Boden berühren und führen dann zurück zum Brustkorb. Zum Kopf, zum Brustkorb, zum Kopf, zum Brustkorb. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, noch viermal, noch drei, noch zwei und jetzt noch ein letztes Mal, wir haben Arme wieder vor uns. Wir legen ein Bein im Wechsel, gebeugt hoch, zurück, Arme, gebeugt hoch, zurück, Arme, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wir machen das noch weiter und wenn Ihre Kräfte reichen, man kann sich jetzt auch zum Knie ein bisschen aufheben. 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 Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch ab. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei und ein letztes Mal. Wir liegen wieder ruhig da. Nehmen Flasche in eine Hand. Arm beugen, Augenboden aufsetzen, bisschen öffnen, zurückführen, strecken. Beugen, öffnen, zurückführen, strecken. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Stellen, öffnen, zurück, strecken. Stellen, öffnen, zurück, strecken. Augenboden. Öffnen, zurück, strecken, ein letztes Mal, zurück, hoch, wechseln, dann ab. Eins, zwei, drei, vier, auf den Boden, öffnen, zurück, strecken. Boden, öffnen, zurück, strecken. Boden, öffnen, zurück, strecken. Boden, öffnen, zurück, strecken. Und noch ein letztes Mal, wieder nach oben und nehmen Flasche in die Hände. Wir bewegen wieder Beine. Und zwar ein bisschen höher und zählen uns schon ganz bewusst hoch. Und Arme nach hinten und wieder zum Bein und nach hinten. Ob wir es so langsam machen, als gewisse Aufwärmung, oder ob wir es ein bisschen intensiver machen, das liegt an Ihnen. Hauptsache, Sie bleiben dabei und strengen sich schon ein bisschen an. Es muss ein bisschen anstrengender ausfallen als vorher, sodass es schwer ist.
Wir machen es noch viermal, noch drei, noch zwei und ein letztes Mal und kommen zurück. Gut. Jetzt drehen wir uns auf eine Seite. Wir liegen hier schön bequem, mit gut gebeugten Beinen, geradem Rücken und mit Kopfunterstützung. Also Ruhe haben, ein bisschen höher halten, Hauptsache es ist für Sie bequem. Flasche oder einfach großer Arm liegt vor uns, sodass wir Hand gut sehen und wir öffnen kraftvoll an, bis zu Decke oder leicht nach hinten, aber Sie drehen sich nicht und lassen nichts dehnen und führen zurück. Öffnen, zurück, öffnen, zurück, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, noch viermal, noch dreimal, noch zweimal und noch ein letztes Mal und wir lassen Flasche liegen, ein bisschen weg, so dass Sie mich gut sehen können und stellen Hand zur Stützung da. Jetzt, wir nehmen unser oberes Bein hoch, leicht nach unten mit der Fußspitze halten und mit der Ferse heben. Hoch, hoch, hoch. Ruhig bis zum Boden gehen, wenn Ihre Hüfte das zulässt und Sie keine Schmerzen davon haben. Sonst kann man natürlich zuerst langsamer machen und dann nie so viel, ne, zum Beispiel so. Das ist aber schon sehr gut und es reicht für viele. Und wir machen es noch vier und drei und zwei und ein letztes Mal und lassen Beine zusammenliegen. Jetzt. Wir nehmen unteren Arm, auf dem wir liegen, ein bisschen weg, stützen uns auf den oberen Arm und setzen uns hoch und legen uns wieder und setzen uns wieder und tief und hoch und tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief und machen uns ein letztes Mal und liegen wieder fest auf dem Boden, um beide Beine hoch zu drehen. Heben, zurücklegen. Heben, zurücklegen. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Vier, drei, zwei und ein letztes Mal Beine liegen. Wir nehmen wieder Flasche oder auch nicht. Hauptsache wir strecken Arm über die Hüfte. Arm liegt nicht drauf, ist ein bisschen über. Und wir ziehen uns hoch. Hoch, 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 hoch. Richtung eigene Füße schön über die Hüfte hochziehen. Hoch, 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 hoch. Vier, drei, zwei und eins. Wunderbar. Kommen zurück auf den Boden. Wir wechseln die Seite. Nehmen unsere Flasche mit und bleiben wieder schön geraden Rücken und Flasche in der Hand liegen. Arms vorne, sodass wir Hand gut sehen. Und wir gehen über die Schulter nach oben zur Decke und kommen zurück. Das alles kraftvoll, wir dehnen nichts. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Immer noch heben an. Hoch, hoch, noch zwei und eins, kommen zurück. Lassen Flasche stehen, Hand vorne auf der Brusthöhe, Bein schön gestreckt, Fußspitze zeigt ein bisschen zum Boden und heben Bein mit der Ferse. Hoch, 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 hoch. Immer weiter. Oder ein bisschen weniger zum Beispiel. Oder nicht so intensiv, also langsamer. Ist egal. Hauptsache, wir trainieren Ihre Hüftmuskulatur und heben Bein und spüren das auch in Ihren Muskeln, dass Sie es machen. Wenn Sie nicht spüren, Sie machen wahrscheinlich zu wenig. Hopp, hopp, noch vier, drei, zwei und eins. Und Beine liegen wieder ganz locker. Wir nehmen unteren Arm weg, kann man hier halten,
beziehungsweise hier auf der Schulter und stellen halt einfach fest und setzen uns hoch und tief und hoch. Ich lasse meine Hand so hier ein bisschen eng stehen, damit ich höher setzen kann und immer noch vier, noch drei, noch zwei und noch ein letztes Mal. Wir liegen wieder auf dem Boden. Halten uns fest und nehmen jetzt beide Beine nach oben gedreht und zurück. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Vier, drei, zwei und eins. Beine liegen. Nehmen wieder die Flasche. Lassen gestreckten Arm über die Hüfte halten und ziehen hoch, 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 hoch. Genau Richtung eigene Füße über die Hüfte. Immer ganz seitlich. Hoch, 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 hoch. Vier, drei, zwei und eins. Wunderbar. Kommen runter und legen uns auf den Bauch. Ob mit oder ohne Flasche, Hauptsache, wir können uns hier ein bisschen heben. Bisschen vom Boden hoch und zurück. Und das macht hoch, tief, hoch, tief. Ruhig langsam machen. Hauptsache, Sie spüren die Anstrengung davon. Immer noch ein bisschen. Hoch, 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 hoch. Noch vier, noch drei, noch zwei und ein letztes Mal. Und wir lassen die Flasche weg, stehen und bleiben liegen. Bewegen jetzt unsere Beine im Wechsel hoch. Natürlich machen wir es weiter und dann vielleicht eben zusammen oder einige bleiben mit Beinen im Wechsel und andere können das sofort zusammen heben. Es kommt nur darauf an, ob Sie davon Rückenschmerzen haben oder nicht. Und wir machen es ein letztes Mal und bleiben liegen. Jetzt heben uns auf die Knie. Wir sind fest auf den Armen und auf den Knien. Entweder Sie bleiben im Vierfüßlerstand und Sie beugen Arme hier so runter und hoch. Oder Sie stehen ein bisschen weiter nach vorne auf den Knien und beugen Arme da. Hauptsache, es geht im Liegestütz ähnliche Bewegung rein und hoch. Wir machen das noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal, kurze Pause, einfach ein bisschen loslassen und wieder im Vierfüßlerstand stehen. Beine stehen relativ nah, Arme schulterbreit. Und wir heben ein Bein hoch, halten den Fuß nach unten und jetzt beugen mit der Ferse zum Po. Beugen, 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 beugen. Vier, drei, zwei und eins runter. Das andere Bein strecken, Spitze nach unten und beugen. Hoch, 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 hoch. Vier, drei, zwei, eins und Füße stehen, lassen Spitzen auf dem Boden stehen und heben uns ein bisschen vom Boden hoch. Setzen tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch viermal. Tief. Drei, tief. Zwei, tief. Ein letztes Mal. Nach unten auf den Boden. Kommen auf die Unterarme, damit unsere Hände und Handgelenke ein bisschen Pause haben.
und bewege ein Bein in die Seite hoch. Lassen wir die Flasche weg, weil wir das Bein bewegen müssen. Hände gehen unter dem Po, damit unser Rücken gut liegt und Beine sind gestreckt. Wir bewegen ein Bein mit gewissem Schwung nach oben im Wechsel. Immer wieder hoch mit dem Bein. Stehen, heben ganzen Rücken und Po hoch. Beine stehen ruhig mit ein bisschen Abstand, sodass wir uns auf den Rücken konzentrieren können. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Und wir machen es noch weiter. Die Füße stehen ganz zusammen, was schwierig gemacht. Und wir versuchen uns zu halten. Knie sind zusammen, Füße zusammen. Wir halten uns hoch. Gut. Und legen uns wieder hin. Beugen Beine, strecken Beine. Beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken. Einfach ganz locker. Gut. Und nehmen beide mit Händen bis zum Rand gezogen. Öffnen seitlich, drücken ein bisschen mit Händen, halten Beine wieder hoch und heben uns hoch. Beugen ein Bein, legen drauf, ziehen am unteren heran. Lassen es locker, strecken, das andere Bein kommt drauf, ziehen herab. Strecken wieder beide Beine nach oben, halten, wenn es anders nicht geht, irgendwo am Beinen, wenn es anders geht, an Fußspitzen, strecken Knie. Oder versuchen auf jeden Fall zu strecken. Und lassen uns so liegen, immer noch. Alle halten Beine herangezogen. Und alle gehen langsam zurück. So, wir legen uns wieder auf den Boden hin, nehmen ein Bein, ziehen zum Bauch herab. Halten fest, drücken ein bisschen mehr zu Rippen.
Wunderbar, jetzt lassen das Bein locker. Ist einfach da. Gegen gleiche Hand zum Knie und führen weiter rüber Richtung Boden. Gleichzeitig strecken hier Arm, drehen Kopf und gehen so weiter, vorsichtig und langsam Richtung Boden. Knie bleibt da, Schulter liegt fest auf dem Boden und Sie versuchen das Beste daraus zu machen. Gut, und wir kommen langsam zurück, das Bein ist immer noch da. Strecken hoch, versuchen ein bisschen mehr Knie zu strecken und ziehen Bein vorsichtig heran, sodass wir hier am Bizeps ein bisschen Zug spüren. Gut, jetzt beugen Bein, ganze Unterschenkel, nehmen mit zwei Händen einen am Fuß, einen hier und vorsichtig führen Richtung Bauch, sodass Sie gewissen Druck und Zug im Oberschenkel spüren. Gut, lassen langsam locker und Bein geht zurück. Genauso das andere Bein. Knie geradlinig, Rahmen halten. Atmen ruhig, drücken Bein heran. Lassen locker, gegen gleiche Hand zum Knie. Bein geht rüber zum Boden, Kopf und freie Arm in die Gegenrichtung, anstrecken, Schulter liegt, wir drücken vorsichtig Knie immer weiter. Schulter nicht vergessen, muss liegen bleiben. Gut, kommen langsam zurück, sind in der Mitte fest auf dem Rücken, strecken Bein, ziehen herab. Halten, halten, halten. Muss Zug spürbar sein. Gut, jetzt beugen. Hand am Fuß und dem Unterschenkel und führen hier ran zum Bauch. Halten, halten, ziehen. Spüren den Oberschenkel. Gut, lassen langsam locker. Bein hochhalten, das andere zuführen, öffnen seitlich. Hände drauf, ziehen. Kommen zurück, halten die Beine zusammen, Hände an Beinen, führen heran. Also Kopf bleibt fest liegen, Sie führen nur Beine heran, um ein bisschen am unteren Rücken zu dehnen. Halten, halten, halten. Vielleicht, wenn es geht, Sie halten Fußspitze und strecken Ihre Knie. Immer noch halten. Gut, lassen langsam locker, Beine kommen runter. Füße stehen zusammen, wir öffnen Beine, lassen sie so hängen, um Hüften ein bisschen zu öffnen. So, ruhig Sohle an Sohle, einfach liegen bleiben, Bauch ein bisschen einziehen, Rücken muss zum Boden bleiben. Nehmen einen Arm auf der Schulterhöhe in die Seite, drücken ein bisschen drauf. Lassen langsam locker, der andere Arm drücken drauf. Lassen langsam locker, öffnen Arme so in einem Bogen um den Kopf herum und versuchen alle Gelenke hinzulegen. Also richtig alle, ganze Arme von Schultern bis zu Handgelenken müssen auf dem Boden liegen bleiben. Gut, und lassen alles einfach locker. Möglichst. So locker, wie es bei Ihnen geht. Gut, Arm zurück, Beine langsam zusammenstellen. Wunderbar. Beide Beine legen wir in eine Seite, beide Arme in die Gegenrichtung. Man könnte sich hier mit oberer Hand ein bisschen fester halten, um mehr zum Boden zu drücken. Man könnte noch das obere Bein ein bisschen weiter rüberführen, sodass Sie ein bisschen mehr Zug im Körper spüren. Gut, und einfach Beine zusammen, Arme locker und kommen in die Mitte. Die andere Seite, Beine sind noch zusammen, Arme sind einfach zueinander. Wir könnten mit der Hand wieder festhalten
und wir könnten mit dem Ball weiter üben, sodass es mehr im Körper zieht. Halten, aus. Und jetzt Beine langsam zurück, Arme voneinander loslassen und langsam in die Mitte kommen, wo wir Beine heranführen. Halten. Wenn es für Sie ein bisschen weiter gehen kann, Sie halten sich dann die Füße und drücken ein bisschen mehr zusammen. Und lassen langsam alle locker und legen sie hin. Beine bleiben. Wir legen Hände unter den Po und ob Sie nur so Ihre Beine halten und zurücklegen oder mit mir ein bisschen weiter hinter den Kopf gehen, Ihre Sache, Hauptsache, Sie schaffen, sich gut zu beugen. Und kommen langsam zurück. Wieder nach hinten. Und zurück. Und noch ein letztes Mal. Und wir bleiben da. Und wir lassen sich alle langsam zurück auf den Boden gehen. Gut. Wir drehen uns jetzt auf eine Seite, liegen hier locker und nehmen ein Bein hoch. So schön gedreht, mit Spitze, mit Ballettspitze, Richtung Ihr Kopf, bleiben wir liegen. Man könnte Arm hier so halten, damit sie nicht gedreht werden. Immer noch einfach Bein ein bisschen randrücken. Gut, und lassen es locker. Genauso das andere Bein. Wir liegen schön und lassen Bein ranführen. Immer noch ein bisschen. Und beugen, lassen es sein. Wir drehen uns auf den Bauch und bleiben schön auf dem Bauch liegen. Arme sind über den Po. Und wir strecken Arme und heben Schultern hoch. Kopf auf, bleiben so. Man könnte Handballen zusammenführen, muss man nicht, aber wenn es geht, versuchen Sie Ihre Arme aufzudehnen. Gut. Legen uns hin, Arme gehen hoch. Richtig hoch Richtung Decke. Kurz und langsam runter. Wir führen jetzt ein Bein hoch, halten am Fuß, beugen zum Kopf. Gut, lassen langsam los, das andere Bein. Halten, ziehen zum Kopf. Wunderbar. Lassen langsam los. Wir liegen. Hände stehen in ungefähr der Brusthöhe. Und wir heben uns langsam hoch vom Boden. Und jetzt drücken mit dem Po Beine runter, Schultern nach hinten und halten uns. Kopf kann man zurückführen, aber Schultern bleiben nach hinten. Und wir sind gewogen. Gut, und setzen uns langsam nach hinten, lösen die Position. Genau da, wo wir sitzen, wir versuchen jetzt Arme auf den Boden zu legen und weiter mit dem Brustkorb ranzukommen. Wir nutzen jetzt Stuhl für unsere Zwecke. Lassen ihn einfach stehen. Ob Sie
ist nicht so wichtig. Hauptsache die ganz normale Lehne, um sich zu halten. Und wir bleiben am Stuhl da, stehen, Rücken strecken, Po ein bisschen weiter nach hinten, so diagonal nach hinten. Arme sind auf der Lehne und wir lassen runterkommen. Tiefer, tiefer, tiefer halten, Rücken ist wirklich gestreckt, Knie auf. Und wir beugen ein bisschen Knie, ein bisschen Rücken, lassen Arme locker hochkommen, lösen. Jetzt, wir halten ein Bein voll gestreckt im Knie, man kann sogar so ein bisschen drücken, halten es fest und drücken lange den Rücken runter, sodass ich hier hinten, besonders in der Kniekehle, Zug spüren. Das ist sehr wichtig. Das ist auch unser Ziel. So ganze Bizeps und Kniekehle müssen spürbar sein. Und lassen locker. Genauso in die andere Seite. Drücken, halten und runtergehen. Lassen Sie sich mehr auf die Dehnung konzentrieren als auf Balance-Ding, weil sonst versuchen Sie Balance zu halten. Das ist was anderes als Knie zu dehnen. Gut. Und lassen es locker. Wir bleiben mit dem Stuhl beschäftigt. Ein Fuß steht hinten voll auf der Ferse. Sie sind gerade. Drücken gut zu der Lehne. Und versuchen, Bein hinten ganz zu strecken und Zucken der Wade zu spüren. Man könnte den Stuhl so ein bisschen nach vorne, weit nach vorne halten, wenn Ihre Wade das zulässt, beziehungsweise Sie müssen die Position finden, wo Sie mehr Druck haben. Hier oder ein bisschen vor. Gut, wir lösen das. Genauso der andere Fuß. Fuß steht, Spitze zeigt nach vorne, Knie ist gestreckt, Rücken gerade, Schulter ein bisschen nach hinten genommen und Sie drücken, um deutlich zuckende Wade zu spüren.